Fall, warum? Ob das Sklaven? Wir sind hier im Mittelreich. Ja, das müssen wir eh noch ändern. Wir müssen mal ein bisschen südlicher rein. Das ist doch vollkommen egal. Die Sklaven werden ja nicht aberkannt, nur weil du mit deinen Sklaven aus dem Ptolemidenraum zum Beispiel in die Niederlande kommst. Man sollte sie bloß nicht als Sklaven bezeichnen. Du kannst sie bezeichnen als was du willst, da ja gesagt wird, ja, hier darf man keine Sklaven nehmen, aber die Halten. Leute sind ja faktisch Sklaven. Ja, du darfst sie nicht halten und machst sie strafbar damit. Ja gut, dann sagst du einfach, wenn dich jemand fragt, du bist mein Diener. Genau. Das ist ein Unterschied. Aber wenn du öffentlich Ja, der rausprangst, du letzte hältst Unterschied ist mir ganz Sklaven. klar. Und dass sie aber jetzt hier, gut, ja, warum nicht? Jeder, der hier will. Rafim sieht auch keinen Unterschied zwischen euren Leibeigenen und Sklaven. Ja doch, die Leibeigenen, die geht es meistens noch schlechter als den Sklaven, weil die Sklaven, Richtig. dafür hast du was hingelegt und bezahlt. Die Leibeigenen sind einfach da, deswegen behandeln sie die wie Scheiße. Richtig, das sind halt irgendwelche Thorstens, die stehen auf dem Feld und machen das, was man ihnen sagt. Ja, das sind Sklaven. Okay, gut, danke. Genau, nur für die Sklaven hast du Geld bezahlt, um die zu kaufen. Das heißt, du gehst damit eigentlich jetzt hier deutlich besser um. Ja, richtig, weil wenn die halt tot sind, denkst du dir so, oh, scheiße, 50 Dukaten im Arsch. Wenn der Leibeigene tot ist, denkst du dir, naja, ne? Wenn schon mal Hoffentlich hat er noch ein paar Kinder, die schuften. Aber es ist ja auch tatsächlich so, dass die meisten Sklaven geht's besser als so normalen Mittelreichern. Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden, wahrscheinlich zwischen Leibeigenen und Leibeigenen. Wo Leibeigenen, zum Beispiel in Bornland, haben sie es wahrscheinlich wirklich schwer, aber im Mittelreich, da gibt es ja auch freie Bauern zum Beispiel, Ja, aber das sind ja die dann keine also Leibeigenen. Leibeigenen in dem Sinne. Nee, Aber es gibt. freie Bauern sind ja freie Bürger. Ja, aber ja, ich denke, im Mittelreich gibt es noch Unterschiede in verschiedenen Regionen. Ja, das gibt es ja in Al-Anfa auch. Da gibt es ja die Ferkan, heißen die, glaube ich. Das sind dann die freien Bürger aus Al-Anfa. Ist ja auch genau das Gleiche. Die sind Fahner auch keine heißen die. Sklaven. Farner, genau. Genau, Ja, die können ja kommt. auch eigene Dings haben, eigene Sklaven theoretisch Naja, haben. ich denke mal, es hängt auch wahrscheinlich vom Lehnsherrn ab, wie er seine Leibeigenen behandelt. Ja gut, das ist ja überall so. Naja. Die Sache ist einfach nur, ich glaube, dass die Skala nach unten hin eben sozusagen gewisse Schließungen hat. Und zwar der Leibeigene nach unten hin, der kann vielleicht irgendwie erschlagen werden, wenn er Mist baut oder gehängt werden oder so. Und das ist schon schlimm. Aber der Sklave wird sozusagen richtig vergewaltigt, verbrannt, und am Leben gehalten. Und das ist einfach überhaupt nicht gegen das Gesetz, währenddessen jetzt hier der Dings, der Unfreie nicht einfach gefoltert werden darf nach Belieben. Ja gut, das ist ein Unterschied, das stimmt. Also die Skala nach unten hin ist einfach weiter offen bei Sklaven. Das ist, glaube ich, das, was auch sozusagen so abschätzig eben gesehen wird bei der Sklavenhaltung dagegen als Gegenargument. Aber die meisten Sklaven sollen ja arbeiten. Jetzt gerade wenn du irgendwelche Feldsklaven hast, die müssen ja auf dem Feld stehen den ganzen Tag. Deswegen darfst du die gar nicht kaputt machen körperlich. Ich glaube, es geht Also. auch einfach ein Stück weit um Standesdenken, weil nach mittelreichischem Ständemodell bist du halt in deinem Stand und abgesehen davon, dass jemand kommt und dich adelt, bleibst du da auch meistens drin, während halt jeder Dulli und jeder Kaiser ein Sklave werden kann. Ich glaube, das ist da auch ein starker Motivator für die eher preisgläubigen Gesellschaften. Finde ich gut, finde ich ein Wenn schönes Modell, habe ich gar Preis nicht sagt, hier nachgedacht mal, und ihr finde ich eine seid. gute Argumentation. Ja, aber wenn Preis sagt, hier mal, ihr seid mal Adligen oder hier mal, ihr seid jetzt halt die Leibeigenen oder hier mal, ihr seid jetzt die Freien, dann kommt das nicht so gut, weil dann einfach sagt, ist uns egal, was ihr seid jetzt Sklaven. Ja, gut, stimmt. Weil Abwärtsbewegung in den Ständen wird genauso ungern gesehen wie Aufwärtsbewegung. Genau, ja, standmäßig soll da ja Stillstand herrschen. Und deswegen ist halt auch irgendein Landritter, der sich nicht mal ein Pferd leisten kann, immer noch adelig, auch wenn Störrebrand halt immer noch ein bürgerlicher ist. Wobei das an die Grenze ist, die gerade in den Städten sehr, sehr hart verschwommen ist mittlerweile. Wobei jetzt hier in Gareth verschwimmen die Sachen ja schon mehr als jetzt zum Beispiel in Weidener Norden. Ja, gerade Gareth fest um die großen Städte. Und dann hast du Magier, die in dieses System gar nicht reinpassen, die nochmal ein Extrastand sind. Ja, genau. Und die Ist es dann je nicht? nach Örtlichkeit sozusagen unterschiedlich behandelt werden. Wenn der Aranien sagt, ich bin Magier, dann bist du unten durch. Ist es nicht aber sogar in Al-Anfa so? Wenn du einen magisch begabten Sklaven hast, musst du den freilassen oder so ähnlich? Die werden dann halt Nein. über irgendwelche Knebelverträge trotzdem gehalten, Du aber musst sie nicht freilassen, du nicht. kannst sie freilassen. Ich glaube, nach. Ich glaube, freilassen kannst du jeden deiner Sklaven, wenn du willst. Ich Ja, glaube, das nach ist klar, aber. 30, nach 30 oder nach 40 Jahren lässt du die normalerweise frei. Es ist aber, also du normalerweise behältst du sie im Haus und versorgst sie den Rest ihres Lebensabends weiter, weil sie es sonst nicht hinkriegen.
Das ist so das normale Ding. Aber was du eben sagtest mit Adel oder mit dem Profan, das hast du jetzt ja hier auch. Ich meine, du hast auch immer noch einen Prinz von Hannover oder ein Königshaus von den Welfen. Oder, technisch gesehen nicht. Oder das Königshaus von England. Ich meine, die gibt es ja immer noch. Aber die wahre Macht sitzt dann irgendwie bei den Zeitungen oder sowas. Oder bei irgendwelchen, ja. Oder bei irgendwelchen Firmen wie, ich sag mal, VW oder wie Mercedes. Ja, klar, aber das Mittelreich ist keine konstitutionelle Monarchie. Das Mittelreich ist eine, der Kaiser die Macht hat. Und wenn Ema morgen sagt, hör mal Junge, du wirst jetzt hingerichtet, dann wird der morgen hingerichtet. Naja, aber du bist adelig, der Besitzer vom aventurischen Boden nicht. Der hat trotzdem mehr Macht. Richtig. Ja. Also der Unterschied zu aller Anfang ist nun mal, wenn ich halt ein absoluter Dulli bin, aber trotzdem adelig bin, habe ich immer noch einen höheren Stand als der Besitzer des aventurischen Boden. Ja gut, wenn ich halt einfach dann halt irgendwann jemand von wegen Schutzsklaverei kommt oder was weiß ich, und dann hast du verschissen. Es ist zu diesem Zeitpunkt halt größtenteils nur noch ein gesellschaftliches Konzept, aber es ist da. Die Sache ist aber auch zwischen, du hast einen höheren Stand und du kannst deinen höheren Stand wirklich vor Leuten geltend machen, ist ein Unterschied. Weil du kannst doch sagen, ich bin adelig, ich beachte mich und trotzdem beachten alle den Typen vom aventurischen Boden viel mehr als dich und geben einen Fick auf dich, weil du einfach unser dummer Landadeliger bist. Richtig, es kommt halt dann auch sehr stark darauf an, wo du bist. In Weiden ist halt wieder eine andere Geschichte. Ja, Weiden ist ganz hart hier genau nach Rittern und nach Adel gestrickt, ja. Im Horasreich wird es noch komplizierter. Im Horasreich kannst du dir auch Titel kaufen, aber manche kannst du dir nicht kaufen und manche musst du irgendwie erhalten. Ja, das ist nicht Geschäft, aber über Jahre und Jahrzehnte und Generationen erworbener Adel oder nicht vererbbarer Adel oder vererbbarer Adel. Und da geht es auch meistens nicht so darum, welchen Stand du hast, sondern was du nach außen darstellst. Ja, und da kommt dann halt der Preis, glaube ich, Mittelreicher. Die Preisier sagen, ey Junge, du hast eine Akademie absolviert, du bist jetzt mal ordentlich. Und dann packt er sich an den Kopf und denkt sich, nee, ich gehe wieder.